Moin Leute, hier ist Nini Flash. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, heute gibt es, wie ich euch schon gefragt hatte, hier auf YouTube als auch auf Instagram, ob ihr Bock auf dieses Video mit den Sommerdrinks habt. Hattet ihr? Deshalb gibt es dieses Video heute. Und ich habe euch drei coole, schnelle Drinks rausgesucht, die euch einfach auch mega schmecken. Und deshalb würde ich sagen, let's go! Okay, und der erste Drink ist der frische Stockholm-Drink. Den habe ich jetzt einfach mal so genannt, weil ich den ja in Stockholm entdeckt habe und euch auch in diesem Video gefragt hatte, ob ihr da Bock drauf habt. Und deshalb darf dieser Drink auf keinen Fall fehlen. Und ihr braucht dafür eigentlich auch ziemlich wenig. Und zwar als erstes braucht ihr einen Ananassaft, dann einen Mango-Maracuja-Saft und ein Minzblättchen. Haben wir gerade von draußen frisch reingeholt. Und was ihr auch noch für alle Drinks braucht, ist ein Mixer. Ich kann euch ja einfach nochmal einen Link unten in die Infobox reinsetzen. Da findet ihr dann nochmal unseren Mixer und könnt euch das nochmal anschauen. Aber jetzt geht erstmal mit dem frischen Stockholm-Drink los. Und zwar fangen wir mal mit dem Ananassaft an. Ist eigentlich total egal, womit ihr anfangt. Und ich habe jetzt hier einfach mal ein Glas und das füllt man dann insgesamt so bis zur Hälfte voll. Aber man fängt erstmal mit einem Viertel mit dem ersten Saft an. So. Dann auch nochmal schütteln immer. Der ist schon schön gewesen. So, und dann der, wie heißt der? Mango-Maracuja-Saft. Und jetzt füllen wir das Ganze bis zur Hälfte dann noch voll. Also, dass wir ungefähr von beiden gleich viel drin haben. Gut, und jetzt wundert man sich vielleicht, warum da bisher so wenig drin ist. Denn was ich eben noch nicht hier auf dem Tisch habe, sind Eiswürfel bzw. Crushed Eis, weil das natürlich schmelzen würde. Deshalb hole ich das dann nachher raus. Auf jeden Fall füllen wir das jetzt erstmal in den Mixer und tun das Minzblättchen natürlich noch dazu. Das lassen wir dann ganz kurz mixen, damit das Minzblättchen sich zerteilt. Und dann geht's weiter. Minzblättchen rein. So. Und dann on und einmal maximal durchshaken lassen. Ja, und das war jetzt eigentlich auch schon der erste Teil. Die Minze ist jetzt zerkleinert und so haben wir schon mal die Grundbasis fertig. So, jetzt packen wir nochmal das Crush-Eis rein. Meine Hand ist jetzt auch schon total nass, weil wir eben gebraucht haben, bis wir die Kamera angemacht haben. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch so eine Funktion für Crushed Eis und da packe ich das gleich einfach mal wieder mit rein und dann mixt der Mixer das wieder ganz von allein und geht auch von selber aus. So. Dann einfach wieder auf On und dann lassen wir mal ordentlich mixen. Ist das jetzt gerade auch fertig gemacht. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass ihr das Glas einfach mit den Eiswürfeln so drei Viertel voll füllt. Dann passt das ungefähr von einem Glas, weil wie ihr gesehen habt, dass die Eiswürfel zerfallen in sich selber, wenn sie zu Crush-Eis gemacht werden. Ja, und jetzt ist der Drink eigentlich auch schon fertig. Das heißt, dass wir das hier mal abnehmen können. Vorsichtig. Und ihr müsst vielleicht auch bei dieser Funktion, Crush-Eis-Funktion, da oben drauf halten. Sonst passiert euch nämlich genau das gleiche wie mir. Und das ist nicht so cool. Deshalb einfach jetzt nur noch rein. Und jetzt müssen wir es noch einmal rausdrehen. Und dann rein und dann ist euer Drink auch schon fertig. Und so schnell ist euer erster Sommerdrink auch schon fertig. Kommen wir jetzt zum zweiten Drink und zwar ist es der Schokodrink. Wer hätte es sich gedacht? Da handelt es sich wahrscheinlich um Schokolade. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal schnell wieder, was ihr braucht. Und zwar habe ich als erstes so eine Eisschokomilch und ihr könnt natürlich auch eine ganz normale Schokomilch nehmen, aber ich habe hier eben so eine Eisschokomilch. Dann haben wir hier Raspelschokolade, das schmeckt damit einfach super geil. Und Sprühsahne, wer mag, kann sie sich noch drauf machen.
Dann natürlich wieder noch Eiswürfel, habe ich natürlich noch nicht rausgeholt, hole ich später wieder raus. Und wer mag, kann sich noch ein bisschen Kakaopulver reinmachen, habe ich jetzt schon gemacht. Und ich würde sagen, geht's mal los mit dem Drink. Als erstes haben wir jetzt mal Eisschoko. Wir schütteln das Ganze mal schnell. Und sie füllt ihr ein bisschen mehr als die Hälfte ins Glas rein. Okay, da haben wir das. Das gießen wir einfach schon mal wieder rein in den Mixer. Boah, es riecht schon so gut nach Schokolade. Gut, und dann einfach mal so ein bisschen Raspelschokolade. So, dann wieder hier den Deckel ordentlich drauf, dass es nicht wieder so eine Katastrophe gibt. So, ordentlich drauf sollte er jetzt sein. Und dann mixen wir mal kurz nochmal die Raspelschokolade ein bisschen kleiner. So, das haben wir jetzt gemacht. Das heißt, dass jetzt wieder das Crushed Eis ins Spiel kommt. So, und hier macht ihr die Eiswürfel nicht ganz halb voll, also ungefähr bis hierhin, dass ihr das einfach mal seht. Und dann geht es wieder ans Mixen ran. Jetzt ist es sogar... Nee, passt. Wunderbar. So, zum Schluss kommt noch ein bisschen Sahne raus. Das darf ja auch auf keinen Fall fehlen. Und fertig. Und den dritten Drink nenne ich immer den Rhabarber-Drink. Und dafür braucht ihr ganz normale Vollmilch, dann einen Rhabarbersaft natürlich, dann hier so eine Dessertsoße und zu guter Letzt noch Vanillepaste. Und wir fangen mal mit der Dessertsoße an. Anders als es dort irgendwie hinten draufsteht, irgendwie mit der Milch verrührt oder sowas am Anfang, packen wir es erstmal in den Mixer, denn das erledigt der später für uns. Da braucht ihr ungefähr die Hälfte des Tütchens und könnt das einfach schon mal, bevor die Säfte drin sind, reinpacken. So, das müsste jetzt ungefähr die Hälfte sein. Muss nicht genau die Hälfte sein, kann ein bisschen mehr oder weniger sein, aber ungefähr so die Hälfte. Dann Vanillepaste, ungefähr so fingernagelgroß, einfach rein. Und dann mixen wir die Milch und den Rhabarbersaft zusammen, wie wir es eigentlich schon kennen. Wieder ein Viertel und ein Viertel, dass es dann ungefähr zur Hälfte voll ist. Gut, und wenn wir das haben, geht das altbekannte Mixspiel los. Wieder so ungefähr 20 bis 25 Sekunden durchmixen lassen. Gut, und das haben wir jetzt auch fertig gemixt. Und was darf wieder nicht fehlen? Genau, das Crushed Eis. So, mit Eiswürfel ist wieder so halb, dreiviertel Glas voll. Und dann wird es wie bei jedem Drink bisher wieder schön gemixt. So. Fertig durchgemixt, erstmal nochmal schnell einen Strohhalm hergeholt. So. Und dann ist auch der dritte Drink schon wieder fertig. Wie ihr seht, das geht echt super schnell. Kann man mal schnell machen, auch wenn eine Freundin oder so da ist, weil es auch einfach alles mega schmeckt. Ja. Also der Drink hier schmeckt jetzt ziemlich säuerlich ein bisschen, aber natürlich auch nach Vanille. Aber ist auch richtig erfrischend auf jeden Fall und sieht, wie ich finde, auch von der Farbe her ziemlich cool aus. Alles, was ich jetzt verwendet habe, findet ihr chillig im Supermarkt. Das heißt, dass ihr das einfach mal in Einkaufswagen dazulegen könnt, einfach mal ausprobieren könnt und mir dann natürlich eure Meinung zu den Drinks schreiben könnt, was euch besonders gut schmeckt oder vielleicht sogar noch eigene Ideen. Ja, und ich habe jetzt bewusst auf irgendwelche Verzierungen oder so verzichtet, was weiß ich, solche kleinen Sternchen oder Früchte, die man noch schneiden muss oder sowas, weil es einfach super schnell gehen soll. Ich sag mal so, da ist man mit einem Drink bei 2 Minuten ganz gut dran, mit dem Aufräumen dann vielleicht noch 4 Minuten, aber das könnt ihr auch eure Eltern machen lassen. Auf jeden Fall, lasst mal ein Abo da, um ein Teil der Nini-Munity zu werden. Und ja, damit sage ich... Bis zum nächsten Mal, wenn du wieder Nini Flash einschaltest. Nini. Was? Ich bin gerade total verwirrt. Also nochmal.
Und damit sage ich, bis zum nächsten Mal, wenn du wieder Nini Flash einschaltest.